Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ja, was der LKW hier macht, weiß ich gar nicht, weil der gehört eigentlich gar nicht mir. Ich glaube, der gehört eigentlich der Gemeinde. Aber, naja, ich werde ihn jetzt einfach mal hier... Der Tank ist auch fast leer. Werde ihn jetzt einfach mal hier auf die Seite stellen. Interessiert mich nicht. Müssen die gucken, wo der hin soll, wo der hinkommt. Und wenn die Polizei abschleppt, dann schleppt ihn halt die Polizei ab. Ist nicht mein Problem. So. Ich werde ihn, glaube ich, einfach hier mal auf den Seitenstreifen stellen. Ja. So. So ist doch gut. Perfekt. Da stört ihn keiner. So. Dann gucken wir nochmal nach dem Karton. Die läuft. Das ist schon mal gut. Drei Paletten. Eins, zwei. Müsste ungefähr passen. Denkt bitte dran, liebe Leute. Auch das ist nochmal eine Folge, die ich nachsynchronisieren musste. Deshalb muss ich manchmal auch einfach raten, was ich denn da überhaupt gesprochen habe. Und ja, wir hoffen einfach, oder ich hoffe einfach, dass es euch trotzdem gefällt. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Es würde mich sehr freuen. Und unterstützt mich einfach auch in dem ganzen YouTube-Dasein. So. Gut, dann fahren wir mal wieder nach Hause. Beziehungsweise ins... warte mal, was müssen wir denn machen? Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen müssen. Kann man überlegen. Schauen wir einfach mal. Wir fahren einfach mal und gucken, was wir noch zu tun haben. Und das tun wir dann auch. Wonach ich auch unbedingt noch gucken muss, ist diese komische Sämaschine und der Traktor vom Lukas Müller. Weil unser Händler ist ja ausgewandert, der hat sich aus dem Staub gemacht. Weiß nicht, ob das Flucht vor Strafe war, weil der stand ja schon wieder vor Gericht. Könnte auch sein, der ist einfach abgehauen. Mal gucken, ob der irgendwann wiederkommt und dann noch seine Strafe kriegt. Oder ob der gar nicht mehr wiederkommt. Aber der hat uns noch kurz vor knapp, bevor er abgehauen ist, erzählt, er hätte einen MB-Truck und eine Sämaschine bei uns abgestellt auf dem Hof. Das wäre sein Abschiedsgeschenk sozusagen. Und das habe ich, glaube ich, noch gar nicht so wirklich angeschaut. Deshalb müssen wir da auch mal hin. Die Sämaschine können wir wahrscheinlich veräußern und gucken, ob wir dafür noch ein bisschen Geld kriegen. Und den MB-Truck, den müssen wir mal gucken, den muss ich wahrscheinlich behalten, weil das ist ein Oldtimer, den, ja, den kann ich nicht so einfach verkaufen. Oder vielleicht schaue ich, ob denn irgendjemand anderes haben will. Aber exportieren kann ich ihn auf jeden Fall nicht. Deshalb, ja, müssen wir mal gucken, ob der noch irgendjemand nimmt. So. Oh, jetzt habe ich fast die Einfahrt verpasst. Gut, so, zurück und vorwärts.
Und da steht schon dieses gute Ding. Oh, das sieht aber süß aus, der Kleine. Ein Foto für Instagram, ihr kennt's. So. Fettes Gewicht, MB-Truck 1100, Zwillingspflegebereifung und eine Sämaschine von Federstedt. Was ist das? Die 300S, 600S? Also ja, die ist ja bei mir gar nicht drin. Oh, Mist, brauche ich eigentlich gar nicht gucken. Aber wir können mal im Dings gucken. Hier 300S. Also vielleicht ist es 300S oder 600S. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Naja, aber ich sag mal so, im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Die Sämaschine werden wir auf alle Fälle verkaufen. Und den Traktor, wie gesagt, den wird man behalten. Ich werde gerade mal gucken, ob ich auf dem, wie ich von dem MB-Truck die Felgen verändern kann, was ich da noch rumliegen habe. Pflegebreitreifen. Was können wir denn hier alles machen mit dem guten Stück? Also ein Konfigurator ist schon ganz cool. Kann man immer gucken, was man noch verändern kann und sonst irgendwas. Ja. Können wir auch noch ein Motor-Upgrade machen? Was kann man hier? Okay. Okay, alles Schnickschnack, das brauchen wir gar nicht. Okay, Frontlader. Und hier Motorvariante. Okay, den kriegen wir hoch bis auf 160 PS. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Okay. Gut. Ich werde die Sämaschine irgendwie zum Neumann schaffen, dass der mir die ja, verkauft. Sozusagen. Also, dass der die halt weggibt. Oder ich könnte auch gucken, ob er mir die vielleicht verkaufen kann oder abholen kann. Das könnte ich probieren. Ja, Volker hier. Servus, Neumi. Du kannst so eine Sämaschine für mich verkaufen. Also, wir alle im Moment verkaufen wollen, ja. Ja, ich habe die jetzt vom Müller noch gekriegt. Ich muss die loswerden, weißt du? Ja. Ich glaube, das ist eine Federstedt. Ich könnte dir... müssen wir mal gucken. Ob du runterfährst und sie abholst oder ob ich sie mit zum... Ja, wir wollen uns ja heute Abend treffen. Ob du sie da mitnehmen kannst. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ich weiß noch nicht, ob es die 600S ist oder die 300S, also die Federstedt. Müsstest mal gucken. Ich glaube, es ist doch die 600. Jo. Wir machen Folgendes. Ich bringe sie dir... Oh. Ich weiß nicht. Kann das dann groß mitnehmen? Ja. Ja, klar, brauchst du einen Träger, hat eine 3-Punkt-Aufnahme. Frag mal meinen Mitarbeiter, ob er den mitnimmt. Oder zur Not lässt du ihn einfach, ist doch auch ein Parkplatz, wenn ich mich nicht recht täusche. Ja. Lässt du ihn da drauf stehen und dann holen wir den noch ab.
Okay, das ist super. Dann muss man nämlich nicht hin und her fahren. Dann stelle ich dir da bei Mehmet Südwest, stelle ich dir die auf dem Parkplatz. Jo, tschüss. Gut, bis dann. Tschö. So, perfekt. Dann nehme ich die einfach mit rüber. Zur Silvesterfeier. Auch nice. Kommen Sie mit einer Sämaschine und einem MB-Truck zur Silvesterfeier. Und dann kann der die morgen mitnehmen und dann verkaufen. Das ist, denke ich, am besten. Muss er weniger fahren und ich muss weniger fahren. Ich muss mich schon wieder beeilen, ey. Es ist schon wieder sehr spät geworden. Mein Zeitmanagement. Nee, hä? Mal kurz hier reingucken. Da alles gut ist. Heute gibt es ein bisschen längere Arbeitstag, weil heute Abend ist noch. Oder ja. Ist noch dann die Silvesterfeier für morgen. Jetzt können wir hier noch ein paar Paletten hin und her schichten. Das ist eigentlich eine Arbeit, die würde ich gerne irgendjemandem abgeben. Weil einfach sehr nervig. Die Paletten immer hin und her zu fahren. Leerpaletten haben wir hier noch. Ja, Licht wäre gut. So, gucken wir mal, dass wir hier nur eine Bretterpalette reinkriegen und dann müssen sie sich halt irgendwo Nägel besorgen. Also ist mir völlig wurscht. Aber ich brauche noch ein bisschen, noch ein paar Leerpaletten, damit ich den Großauftrag von den Blaubeeren über 40 Leerpaletten, das sind insgesamt 160.000 Leerpaletten. Ich habe keine Bretterpaletten mehr. Aber ich habe noch welche im Lager, oder? Da fehlt Brennstoff. Da müssen wir gerade mal gucken, wo die Dings da ist, wo die Schaufel ist. Ich hatte, glaube ich, mal eine. Ah ja, da. Super. Dann kippen wir ein bisschen Hackschnitzel hinten rein. Von hinten vorne rein. Dass das Sägewerk wieder läuft. Und dann muss ich wirklich los, ey. Bei mir immer das Gleiche, ey. Wenn ich Termine habe, ich weiß nicht. Ich plane die schon so ein, dass ich rechtzeitig losfahre, aber irgendwie am Ende bin ich dann trotzdem immer zu spät. Ich weiß auch nicht warum. So, eine Ladung. So, ist doch voll, ey. Auf geht's. Die Schaufel und ich denke, dann kriegen wir vielleicht noch mal eine rein.
So, das Sägewerk arbeitet wieder, das ist schon mal gut. Da holen wir gleich noch eine Ladung. Hurtig, hurtig, zack, zack. So. Perfekt. So, das kippen wir jetzt vorne noch rein. Oh Gott, der Tank ist bald leer. Mist. Ja, für jetzt wird es schon noch reichen. So, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder um 16 Uhr rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Und wenn ihr noch mehr Bock habt, dann schaut einfach bei den alten Folgen rein. Über ein Abo würde ich mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.